Ich lese das Solinger Tageblatt von Montag, den 7. Oktober. Und es geht wie immer um die lokalen Nachrichten hauptsächlich, vor allem die aus dem Bezirk Hülscheid hier in Solingen. Zuerst mal ein Blick aufs Titelbild. Es geht um Fußball. Gladbach erobert die Tabellenführung 5:1 gegen Augsburg. Deutsche essen frischer, besser und regionaler. Sozialistenwahlsieger in Portugal. In Portugal ist anscheinend gewählt worden. Fahre ich auch erst aus der Zeitung. Und auf der linken Seite, da wo die Solingen-Nachrichten stehen, Förderschule erhält ein neues Dach. Das ist in Wald, das interessiert keinen. Obus-Tour bringt für die Kette. Das will ich auch nicht wissen. Und BAC feiert seinen dritten Saisonerfolg, ist auch scheiße. Ich spiele meistens im Wuppertal. Also, die Zeitung ist durch und durch uninteressant vom äußeren Erscheinungsbild her. Das Interessanteste ist wahrscheinlich wirklich der Fußball. So, Seite 2, die Karikatur. Ist was zu CDU, CSU? In so einem mutigen Schriftzug treffen, die ich kann. Ich finde es daneben, wie ich hier manches in dieser Zeitung daneben finde. Ich kann das mal gerade in die Kamera halten. So. Waschmaschinen können Keime verbreiten. In einer Bonner Untersuchung waren die Erreger Antibiotika resistent, kein Grund zur Beunruhigung, aber der Bevölkerung aber ein Risiko. Ich glaube nicht, dass das bei mir passiert. Bei mir ist es immer Buntwäsche 60 Grad und ich bilde mir ein, dass da genug Wasser durchläuft. Ich nehme auch keinen Waschpulver. Ich halte sowas für Humbug. Und ehrlich gesagt, alles, was eine Heizung hat, kann man so warm machen, dass es ein Buchschrank würde. Auch eine Waschmaschine. Das ist nicht schön, wenn sowas gedruckt wird. Die Deutschen gibt es nicht, auch nicht beim Essen. Seehofers steile Lernkurve. Von mir aus noch Seehofers steile Lernkurve. Und die Deutschen gibt es nicht, auch nicht beim Essen. Habe ich aus Überschrift über einen Kommentar auch schon ein paar Mal gelesen. Wie gesagt, die äußere Anmutung der Zeitung war nicht schön. Der HSV ist Tabellenführer in der zweiten Bundesliga. Dann gab es eine Medaille im Weitsprung für Deutschland. Eifersuchtsdrama, 5 Tote in Österreich. Naja. Ein
eifersüchtige Österreicher. Nö. Hat wahrscheinlich eine hübsche Französin gehabt. So. Walder Förderschule wird saniert. Da gibt es ein neues Dach. Man sieht, wie das Ganze eingerüstet ist. Ja, es sieht nach Gerüstbau aus. Scaffolding. Dann gibt es nur wieder Koch präsentiert Apfelstrudel beim ST, zieht sich so durch. Warum Apfelstrudel jetzt so einen hohen Nachrichtenwert hat. Bekenntnis zur Förderschule. Kamin in Wohnhaus gerät in Brand. Wie das sein kann, ist mir auch nicht ganz klar. Und warum man sowas löschen soll, auch nicht. Normalerweise glimmt sowas ab. Das ist kein Kamin, sondern Scheiße. Bürger haben viele Fragen zur Stadtentwicklung. Es gibt eine Stadtentwicklung, erfahre ich aus der Zeitung. Naja, immerhin wird das Dach der Förderschule repariert. OB-Kandidat Lange, wir wollen einen Wechsel. Kann auch sich vor irgendeine Säule stellen, sagen, es ist die Siegessäule und Change-Schrein. Ausstellung zeigt Bilder eines Traumas, ist auch nicht. Bundesvorsitzgenossen haben kein Favoriten. Mitglieder fuhren zur Regionalkonferenz, ist immer noch nichts aus Hirscheid. Disco-Besuch endet im Krankenhaus. Ist auch nichts aus Hirscheid. Ist ein Kriminalbiologe, was auch immer das ist. Ich kenne nur Forensiker, die sich mit dem Verwesungsstadium von Leichen befassen. Kriminalbiologe kenne ich nicht. Mit dem Oldtimer ist auch nichts aus Hirscheid. Dorperkirche, Gerechtigkeit ist Thema beim Gottesdienst. Und kurz notiert die erste Nachricht aus Hirscheid. Es ist ein Gasthausgottesdienst. Gerechtigkeit, aber was ist gerecht? Was ist fair im persönlichen Leben, wie in wirtschaftlichen Beziehungen, lässt sich das für alle eindeutig sagen? Das sind alles Fragen, die am Beispiel des fairen Handels, denen am Beispiel des fairen Handels nachgegangen, und hinterher gibt es eine Suppe. Ich werde mir die Fragen und die Antworten des Pfarrers schenken und auch die Suppe. Die Suppe kann hier auch besser. Hirscheider Karnevalsverein kenne ich gar nicht. Aber sie wählen einen Präsidenten. Ich möchte an der Stelle sagen, ich wohne hier schon seit Jahrzehnten, seit über 35 Jahren. Dann gab es ein Konzert mit Chören. Da waren Russen eingeladen. Schön. Sieht auch gut aus auf dem Foto hier. Kann ich mal sagen. Ist aber auch nicht mehr in Hirscheid. Aber große Teile von Hirscheid gehören mit zur Lutherkirche. Hier kenne ich noch. Vielleicht deshalb den Blick auf die Messe deckt viele Seniorenthemen ab. Und Wiederbelebung gehört anscheinend dazu. So Optimist will ich gar nicht wissen.
Kinderpiratenfest im Klingenmuseum in Gräfrath. Das ist auch keine Nachricht aus Fischer. Jürgen Becker sinniert über den Nutzen der Fortpflanzung. Der sollte weiter sinnieren und sich nicht so oft fortpflanzen. Scheiß Säckenarschloch. Nicht mit dem Fernsehen an. Gucke, kommt mir die Galle durch. Das ist so dermaßen unerträglich, was das Arschloch in die Kamera sagt. Das ist nur ernst gemeint. Ja. Möchte ich mir auch nicht ansehen. Ist auch nicht in Hirscher. Also, in Dorp wird über Pferdhandel sinniert und hinterher gibt es eine Suppe. Und in der Lutherkirche gab es ein Konzert. Lutherkirche ist nicht mehr Höchscheid, aber Großteil der Gemeinde, evangelischen Gemeinde Lutherkirche, liegt in Höchscheid. Ansonsten war da wieder nichts drin in der Zeitung. Ich finde es scheiße. Tschüss.